CRG dachte sich, dass sie bereits einige coole Stellen mit Schiffswracks im Spiel hatten. Sie wollten ein Gefühl der Verwunderung und ein gewisses Mysterium vermitteln und den Spielern Lust auf eine Erkundung. In Alpha 3.16 fügt CRG eine ganze Reihe neuer Caterpillar, Schiffswracks mit aufregenden neuen Rätseln und fantastischen Umgebungen zum Erkunden hinzu. Neue Gefahrenquellen in diesen neuen Caterpillar-Wracks sind die Laser-Trip-Mines, die Laser-Fallen-Minen. Man hat das Gefühl, dass einige Leute bereits dort gewesen sind und diese Absturzstellen manipuliert haben. Die Spieler müssen wirklich clever sein, um neue Wege zu finden, sich den Caterpillar-Wracks zu nähern und die darin versteckten, verbauten Minen zu deaktivieren. Mit der erhöhten Gefahr kommen auch erhöhte Belohnungen. CRG wollte das neue Loot-System jetzt wirklich mal nutzen und den Spielern einen Grund geben, diese Wracks zu erkunden. Als sie diese Caterpillar-Schiffswracks für 3.16 produzierten, war das nur die Spitze des Eisbergs. Sie hatten eine langfristige Vision von einer systemisch persistenten Art von Wracks, die sich durch das Universum verteilt ziehen können. CRG begann also damit, sich anzusehen, wie die Zukunft dieser Wracks in den nächsten Patches aussehen könnte. Sie wollten die Raumschiff-Wracks in verschiedene Biome im gesamten Universum einführen. So starteten sie mit der Reclaimer und platzierten dieses Schiffswrack in einem nordischen Ambiente und erforschten eine korrodierte Version davon, bei der wir die innere Struktur sehen, aber noch mit einigen Panzerplatten hier und dort. And we explore a corroded version of it, where you start to see the inner structure, but with some plating on top. Das Raumschiff liegt dort schon seit 20 Jahren oder auch mehr und rostet einfach vor sich hin. Es wird eine Absturzstelle auf Monden geben. Da gibt es keine Atmosphäre, es ist ziemlich trocken und nicht so wie auf der Erde. Und das ist eben gut, um daran zu arbeiten, weil es nicht so rostet und zerfällt. Dieses Raumschiff ist in einem Wald abgestürzt. CRG wollte den Weg erkunden, diese Bäume ganz nah am Raumschiff zu haben und auch die Vegetation darauf wachsen, das Wrack überwuchern zu lassen. Sie wollten den Eindruck erwecken, dass das Raumschiff schon viele Jahre dort liegt und die Natur wieder die Oberhand gewinnt. Hier haben wir eine Kommunikationsplattform. Das Raumschiff ist auf dem Gipfel eines Berges abgestürzt. Die Jungs errichteten eine Kommunikationsbasis, wo sie sich am höchsten Punkt befinden und von dort aus eine Hilfenachricht senden konnten. Hier hatte CRG die Idee, das abgestürzte Raumschiff in einem sumpfigen Biotop zu platzieren. Also haben die Jungs diese Türme gebaut, um nach oben zu kommen und nicht von den Gezeiten abhängig zu sein. Das gibt dem Ganzen eine Menge Vertikalität und ist ziemlich cool. Wir sind alle mit denselben Bildern aufgewachsen. Man kann sich vorstellen, wo, wie und warum diese Schiffe dort abgestürzt sind. Why they crashed there? War es feindselig oder nicht? Kam es zu einem Kampf? Und sich dann das Leben danach, nach diesem Absturz vorzustellen, das ist fesselnd. Es fängt eine ganz andere emotionale Ebene ein. Die Teams von CRG sind immer auf Reddit unterwegs und in diesem Fall sind sie auch wieder gespannt, wie unser Feedback aussieht zu diesen Schiffswracks und was wir darüber denken, was sie dort produzieren. Und sie hoffen, dass es uns genauso gut gefällt wie ihnen, die Konzeptarbeiten an diesen Schiffswracks. Musik
Schiffswracks, Derelicts sind ein großartiger Weg, um visuelles Storytelling und Star Citizen zu erforschen. Sie geben dem persistenten Universum nicht nur das Gefühl, lebendiger und bewohnter zu sein, sondern bieten den Artists und Designern gleichermaßen die Möglichkeit, einen ansonsten eher statischen Ort in einen lebendigen, in einen dynamischen und potenziell gefährlichen Ort zu verwandeln, den man dann erforschen kann. Aber wir sind mit dieser Sendung noch nicht am Ende, denn was wäre ein Inside Star Citizen ohne einen Sprint Report? Beginnen wir mit den laufenden Arbeiten an den Krankenhäusern und der aktuellen Arbeit an Mariah Pure Heart, das Krankenhaus, das in der kommenden Alpha 317 auf Hurston zu finden sein wird. Während die Funktionalität der aktuell im Verse befindlichen Krankenhäuser entspricht, könnt ihr hier die Hurston-familienspezifischen Merkmale sehen, die uns helfen werden, sofort zu wissen, wo wir sind, wenn wir hier aufwachen. Dieses Krankenhaus fühlt sich schon jetzt an wie die Erweiterung des CBD, mit dem wir Spieler vertraut sind. Auch am Mercy-Krankenhaus für den zukünftigen Standort Levski wird gearbeitet. Die Lobby mit Krankenstation, Aufzügen, Versicherungs- und Apothekenbooths und vielem mehr ist in diesen grauen Kästen untergebracht. Wechseln wir nun zu den Mining-Gadgets, für die das EUPU-Feature-Team nun erfolgreich den kompletten Loop abgeschlossen hat und nur noch Optimierungen und Fehlerbehebungen vornimmt, bevor sie in der kommenden Alpha 3.17 dann ins Verse released werden. Es beginnt einfach damit, dass wir ein Mining-Gadget in einem Laden kaufen. Und dann bringen wir dieses Gadget zu unserem Schiff, um es dort in das lokale Inventar zu legen. In diesem Fall in unsere Prospekte. Jetzt starten wir, suchen uns ein Bergbauvorkommen und scannen es wie gewohnt. Hier haben wir eine Mining-Möglichkeit mit einer Instabilität von 0.91 gefunden, was normalerweise nicht gut funktioniert zum Abbau. Achtet auch auf den Widerstand von 0.18 Punkten. Als nächstes holen wir unser Mining-Gadget aus dem lokalen Inventar des Schiffes und rüsten es mit unserem persönlichen Inventar aus. Denn es ist jetzt an der Zeit, auszusteigen, zu diesem Felsen zu gehen und dort dann wie Bruce Willis in Armageddon oder Ben Affleck oder in Jareds Fall wie der verrückte Russe auf diesen Felsen zu gehen. Dort angekommen platzieren wir unser Gerät, unser Mining Gadget, in diesem Fall ein Okunis-Modell, das speziell zur Verringerung der Stabilität entwickelt wurde, und stellen dann unsere Wellenformgenauigkeit auf mindestens 90% ein, bevor wir es aktivieren und fortfahren. Wenn wir dann zum Schiff zurückkehren und unsere Scan-Ergebnisse erneut überprüfen, sehen wir, dass die Stabilität auf 0,54 gesunken ist, während unser Widerstand auf 0,28 gestiegen ist. Tja, alles hat seinen Preis. An diesem Punkt könnt ihr dann wie gewohnt minen, abbauen, zerlegen und sammeln und in vielen Fällen sogar das Mining-Gadget wieder aufnehmen, um es in Zukunft wieder zu verwenden. In der Zwischenzeit hat das Vehicle Experience Team mit dem Testen der Durchführbarkeit und Funktionsfähigkeit von Cluster-Raketen gearbeitet, die man hier sehen kann, und Cluster-Bomben, bei denen eine Bombe in ganz viele zerbricht und, wie man hier sehen kann, aufgrund der systemischen Natur, die jedem Aspekt von Star Citizen zugrunde liegt, in einem Explosionsteppich dann endet. Das ist, wie gesagt, nur eine erste Testversion und man kann mit Sicherheit sagen, dass noch mehr Tests und Prototypen notwendig sind, bevor das Team darüber nachdenkt, solche Bomben und Raketen, Clusterbomben, Clusterraketen in das Persistent Universe zu integrieren, auszurollen. Gehen wir weiter zu den Schiffen und werfen wir einen Blick auf die jüngste Arbeit an der Drake Vulture, die in ihrem endgültigen Art Pass, also Grafikdurchgang, zu sehen ist. Als Einzelspieler-Bergungsfahrzeug von Drake Interplanetary ist das Innere dieses Schiffes erwartungsgemäß karg und utilitaristisch, also ja, gebräuchlich. Mit der hier zu sehenden Brücke, dem Wohnbereich, and the processing, dem Verarbeitungsbereich. Oh, I almost forgot. Jared hätte es fast vergessen. Entschuldigt bitte, hier auch die Toilette. Ooh, ist das Schall isoliert? Fragt er hier.
Wir bekommen auch einen Blick auf den Entwicklungsstand der RSI Scorpius, die sich in der Greybox-Phase befindet und wo der Schiffshauptkörper fertiggestellt wird und Platz gefunden wird für alle Komponenten, Waffen, Schließfächer und all das, was ein Schiff dieser Größe einfach braucht. Gibt es noch einen weiteren Sprint, bei dem es noch weiter in die Arbeiten der Greybox-Phase geht und nicht zu vergessen der eigentliche Clou, die voll ausgefahrenen Tragflächen. Nice. Und die Arbeit an der Hull A geht auch weiter, wo sich das Team auf die Fertigstellung komplizierterer Details des aus- und einfahrbaren Ladegitters oder Frachtgrids in der Mitte und der Motorbaugruppe am Heck konzentriert. Und dann befindet sich die Banyu Merchantman weiter in der frühen Whitebox-Erkundungsphase für den massiv großen Innenraum, einschließlich des Maschinenraums, der ja große Flächen bieten sollte, und kleinere Bereiche, die sich an der Vorderseite des Schiffes befinden, wo man die charakteristischen Banyu-Kurven finden wird, wenn das Schiff dann dereinst aus der Whitebox-Phase herauskommen wird. Wie einige Leute vielleicht schon aus dem kürzlich erschienenen Newsletter wissen, hat die Drake Corsair ihre Reise durch die Schiffspipeline mit diesem Blick auf die frühe Whitebox-Phase begonnen, wo das Äußere designt wird. Und natürlich werden wir auch den Entwicklungsfortschritt dieses Schiffes weiter verfolgen, während diese jüngste Kreation des legendären Jim Martin im Laufe dieses Jahres vom Konzept zur Realität weitergeht. Und wer ist Jim Martin? Das habe ich mich gefragt. Vielleicht habt ihr euch das auch gefragt. Und wieso ist der eigentlich legendär? Nun, dazu gab es im Jahr 2018 tatsächlich, im März 2018, ein RTV, ein Reverse the Verse, wo dieser Jim Martin interviewt wurde. Und Jim Martin, das ist eine ganz spannende Persönlichkeit, der sehr geerdet rüberkommt in dieser Sendung und man spürt hier förmlich seine Erfahrung. Wer in dieses Reverse the Verse nochmal reinschauen möchte, dem binde ich den Link zu diesem Video hier rechts oben nochmal ein, klickt da gerne drauf. Hier an dieser Stelle eine Zusammenfassung dieser Sendung. Jim Martin ist ein studierter Concept Artist, der das Glück hatte, an vielen Science-Fiction-Raumschiffen, Raumschiff-Designs mitzuarbeiten. Angefangen hat er dann als Kaffeeträger und als Assistent. Er erzählt dazu im Rahmen dieses RTV, Reverse the Verse, wie er kleine Blueprints durch die Gegend tragen musste und Kaffee tragen und so weiter. Bis hin später dann zur vollen Verantwortung als Product Illustrator. Und zwar angefangen bei Star Trek über Deep Space Nine, Starship Troopers bis hin zu Star Citizen. Und heute arbeitet er übrigens für Disney, aber dazu gleich noch mehr. Den großen Schritt nach vorne hat er gemacht, als der Product Illustrator von Deep Space Nine das Handtuch geworfen hat und das Projekt verlassen. Da ist Jim Martin gefragt worden, ob er die Verantwortung übernehmen möchte und hat dort die Cardassian Field Control Unit entworfen. Über das Projekt dann weiterführend erzählt er, dass Starship Troopers sein härtester Ritt in der Karriere gewesen ist, weil Regisseur Paul Verhoeven ein sehr energiegeladener Mensch sei. Übergreifend ist zu sagen, dass Jim ein großer Sci-Fi-Fan ist, natürlich auch von Star Wars und auch Battlestar Galactica. Und ich binde mal ein Laufband ein mit Filmen, an dessen Designs er sich beteiligt hat. Ich würde jetzt sagen, lest und staunt, aber das würde etwas martialisch klingen. Also weiter im Text. Mit seinen Projekteinsätzen, seiner Erfahrung wurde er ein sehr gefragter Illustrator und Designer in Hollywood. Im Jahr 2011 hat er gerade am RoboCop-Remake gearbeitet, als er eine E-Mail von Chris Roberts erhielt, in der er seinen Bedarf nach einem Concept Artist ausdrückte, der einige initiale Ideen für seine Vision von Star Citizen entwerfen könnte. Und daraufhin
haben sie sich dann zum Mittagessen getroffen und Chris hat es geschafft, natürlich Jim von seinen Ideen und Visionen zu begeistern, wobei der magische Satz fiel: Kannst du Raumschiffe für mich designen? Woraufhin Jim lachte und sagte: Wer kann zu solch einer Frage schon Nein sagen? Das sei schließlich seine Passion, sein Traumjob. Jim war also für einige der ersten Schiffe in Star Citizen verantwortlich und demzufolge ist Jim auch einer der ersten Menschen überhaupt, die für CRG gearbeitet haben, denn seine ersten Entwürfe hat er bereits designt, bevor die Crowdfunding-Kampagne gestartet ist. Wer sich für die Historie von Star Citizen interessiert, der klickt gerne hier rechts oben, da geht es zu meinem Video, wo ich die gesamte Entwicklungsgeschichte von Star Citizen aufgearbeitet, betrachtet und besprochen habe. Jims allererstes Schiff für Star Citizen war die Vanduul Scythe, die für das Kickstarter-Werbevideo benötigt wurde. Diese ersten Entwürfe waren dabei von Hand gezeichnet und hatten das Ziel, dem Spieler sofort die von der Scythe ausgehende Bedrohung zu visualisieren, ohne große Interpretationsspielräume zuzulassen. Daraus resultieren zum einen die vielen Kanten, das an Schwertklingen erinnerte Flügeldesign sowie generell das asymmetrische Konzept. Das nächste Schiff war dann die Freelancer. Die Evolution, die es bei diesem Schiff gegeben hat, ging zuerst aus von einem kleinen Design mit großen Waffen bzw. auch einer großen Anzahl von Waffen, bis dann hin zu einem, ja, dem heute eher bekannten mittelgroßen Frachtschiff mit einer auch eher moderaten Bewaffnung, das man im Sinne der Freelancer oder des Freelancers, des freiberuflichen Händlers dann versteht. Und eben eine nicht unerhebliche Menge an Fracht mit sich tragen kann, aber sich im Zweifelsfall auch mal wehren und alleine durchschlagen kann. Das ist der eigentliche Kernpunkt an diesem Schiff. Das dritte Schiff, was er designte, war dann die Cutlass. Auch dieses Schiff hat Jim zuerst alleine entworfen, mit dem Auftrag, ein kampffähiges Mehrzweckschiff vor allem für Piraten zu bauen. Die Varianten Red für die Sanitäter und Blue für die Polizei waren dann eher einfachere Aufgaben diesbezüglich, weil sie schlicht eine, ja, eher alternative, entsprechend umgestaltete Variante der Piraten-Cutlass sind. Darauf aufsetzend sollte es dann eine größere Frachter-Variante geben als Pendant zur Freelancer. Dementsprechend war das originale Konzept der sogenannten Caterpillar auch wesentlich kleiner als die heutige Version ausgelegt, also als böser Zwilling der Freelancer, wie sie auch im Konzept damals vorgestellt wurde. Und dann, wie gesagt, ist ja alles anders gekommen als ursprünglich geplant. Das nächste Raumschiff war dann die Herald, auch zuerst in einem asymmetrischen Design geplant. Allerdings wurde Jim während dieser Designphase dann mit einem neuen Auftrag betraut, und zwar damit, 5 modulare Raumschiff-Frachtschiffe unterschiedlicher Größe zu entwickeln. Die Idee war es, dass diese Schiffe die Fracht nicht in einem Frachtraum aufnehmen, sondern an der Außenstruktur transportieren, entsprechend einem heutigen Hochseefrachtcontainerschiff. Und diese Ausgangsidee, die wurde dann weiterentwickelt dahingehend, dass diese Schiffe sich im leeren Zustand zusammenfalten können und der vordere Teil sich loslösen kann von der Frachtstruktur. Und ja, wir alle ahnen es, aus dieser Idee ist dann die Hull-Serie geboren worden. Allerdings ist der ursprüngliche Entwurf von Jim verworfen worden. Das heißt also, der Cockpit-Teil wird sich nicht loslösen können vom Frachtteil. Nichtsdestotrotz sind Jims Ideen des modularen Raumschiffes aufgenommen und weiterentwickelt worden. Und ich meine die Idee von ab- und ankoppelbaren Schiffsteilen, einer modularen Variante eines großen Schiffes. Und auch das können viele von uns wahrscheinlich bereits ahnen, aus dieser Idee ist dann die Endeavour entstanden. Auch hierzu hat Jim viele Ideen beigesteuert und mitdesignt, inklusive der verschiedenen Module für die Endeavour. Das letzte Schiff, an dem Jim mitgearbeitet hat, ist die Buccaneer, welche sich von Design und Funktion in die Drake-Familie einpassen sollte und als Jäger fungieren. Ursprünglich sah Jim hier einen Entwurf vor für 2 Piloten. Da es aber zu dem Zeitpunkt inzwischen bei CRG als gewachsene Firma Vorgaben gab für das Design, an die sich nun auch Jim zu halten hatte,
sagte er selber, dass er hier wohl ein wenig zu überambitioniert gewesen sei und dementsprechend sein Vorschlag auch verworfen wurde, weil die Buccaneer mehr eine Art Snapfighter werden sollte. Also alles so einfach wie möglich gehalten, inklusive der Vorgabe, dass es ein reiner Einsitzer werden sollte. Ja, inzwischen ist Jim Martin weitergezogen und wie er auf seiner Homepage www.jimartdesign.co sehen könnt, hat er eine unglaublich beeindruckende Referenzliste, nicht zuletzt darin begründet, dass er die letzten 11 Jahre bei und für Disney Animation gearbeitet hat. Und soweit ich es verstehe, arbeitet er heute nicht mehr für CIG, aber da er die RSI Scorpius designt hat, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Entweder hat er dieses Schiff damals schon designt oder er ist halt hin und wieder noch dabei und macht entweder aus Lust und Laune noch ein paar Schiffsdesigns oder er arbeitet eben freiberuflich und wird nochmal dann hier und da beauftragt mit Schiffsdesigns. Das konnte ich nicht so richtig mir erlesen und verstehen, aber wir verstehen, dass Jim Martin ja legendär ist, extrem viele Designs der Science-Fiction-Hollywood-Kultur zu verantworten hat und entworfen hat und eben auch durch seine 11-jährige Arbeit bei Disney, die ja auch noch weiter fortläuft, eine entsprechende Reputation hat. Der legendäre Jim Martin, wie Jared es formuliert. Ja, und weiter oder zurück zum Sprint Report und dem letzten Thema, dem Weltraumscaping, also der Weltraumgestaltung. Es ist schon eine Weile her, erzählt Jared, dass wir uns mit Gaswolkentechnologie befasst haben und die Environment-Teams haben vor kurzem einen Sprint absolviert, abgeschlossen, bei dem sie einige Lagrange-Punkte für die verschiedenen Planeten des kommenden Pyro-Systems erkundet haben. Jedes Sternensystem, jeder Planetenbereich und jeder Planet selbst wird in den ersten Phasen des Prozesses mit einer bestimmten Farbpalette im Hinterkopf entworfen und einige der Farben, die wir hier sehen, können und werden sich ändern, wenn die Beleuchtungsdurchgänge beginnen. Außerdem sind die Wracks, die wir hier sehen, derzeit alle Platzhalter, damit man die dynamische Umgebung und die erkennbaren Trümmer etc., das Umgebungsdesign besser erforschen kann. Ja, und wir sind in diesem Jahr natürlich auf dem Weg zu Pyro und ihr könnt davon ausgehen, dass wir im Laufe des Jahres 2022 noch viel mehr von der Entwicklung Pyros sehen werden. Und bevor wir das Inside Star Citizen dann beenden, erhalten wir noch einen Blick auf die Konzepte oder den Stand der Arbeiten für die Outlaw-Stationen, die wir auf der CitizenCon vorgestellt bekommen haben. Diese Raumstationen werden über das gesamte Pyro-System verstreut sein, einschließlich einiger Bereiche, die auch bei den Außenposten, den Colonial Outposts auf den Planeten zum Einsatz kommen. Ja, da werden überall Kabel dann rumliegen, wobei Jared sagt, hier müsste man auch die Möglichkeit der KI-Überquerung dann im Auge behalten. Und man weiß, dass irgendein armer Ingenieur sich hier verheddern wird und dann bekommt man dann Vera am Ende von Superman. Und das war ein Scherz für etwa 16 von uns Zuschauern, erklärt Jared. Und hier noch ein weiteres Bild, das ein bisschen wie Hassans Büro aussieht. Und das war nur ein Scherz für Ian Leyland. Und zum Schluss noch ein Video, das die Fortschritte bei der Gestaltung des Außenbereichs in Kombination mit dem Spacescaping zeigt, was wir bereits gesehen haben. Und damit sind wir am Ende dieser heutigen Übersetzung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr spannend, mal wieder den Namen Jim Martin zu hören. Ich freue mich riesig auf die Ship Derelicts, auf die Schiffswracks und nicht zuletzt oder nichtsdestotrotz eigentlich eher auf die CitizenCon im Oktober diesen Jahres und Pyro und das Server-Meshing. Und bis dahin eigentlich befinde ich mich eher in einer Warteposition, habe mich ein wenig satt gesehen und satt gespielt an Star Citizen und freue mich auf das, was da kommen wird. Bleibt natürlich für euch hier am Ball mit den Videos und mit Erklärungen und hoffe, dass ihr auch dabei bleibt. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Ich freue mich. Empfehlt mich gerne weiter. Und am Sonntag, diesen Sonntag, kommt das neue Hörbuch raus von mir, präsentiert von www.sternenwanderer.org. Das Hörbuch, was ich eingesprochen habe und was an diesem Sonntag mit dem ersten Teil startet, heißt Cassandras Tränen. Und noch mehr Bücher zum Lesen und auch zum Anhören, auch Hörbücher und viele Geschichten, Fanfiction und Hintergrundinformationen findet ihr auf www.sternenwanderer.org. Und dann
wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende und freue mich schon auf das nächste Video und ein spannendes Star Citizen Jahr. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.